Das Wasser in Dorf-Itter wird knapp. Im Ortsnetz hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Seit Freitag suchen eine Fachfirma und Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Vöhl nach dem Leck. Am Montagnachmittag haben sie Feuerwehrschläuche von Obernburg nach Dorf-Itter verlegt, um nahe des Steinbruchs Wasser einzuspeisen. Die Bewohner in Dorf-Itter sollen Wasser jetzt sparsamer verbrauchen. Das rät der Vöhler Gemeindebrandinspektor Berthold Schreiber. Pro Stunde gehen 3 Kubikmeter Wasser verloren. Wann die Stelle des Rohrbruchs gefunden und repariert wird, das war am Montagabend noch unklar.